Alles beginnt mit einem Knaller. Und auf den Rängen der ÖVB-Arena fast 5000 Besucher, die sich diese internationale Show von Musikformationen aus 10 Ländern nicht entgehen lassen wollen. Normalerweise höre ich zum Beispiel Heavy Metal, aber dieses, was hier reinkommt, das ergreift einen. Litauisches Temperament zum Beispiel vom State Wind Orchestra Trimitas. 700 Menschen insgesamt wirken hier zusammen. Und seit es die sogenannte Musikschau der Nationen in Bremen nicht mehr gibt, sondern eben die Tattoo, sind auch Formationen mit von der Partie, die gar nicht zum Militär gehören. Aber Tattoos, die sucht man hier vergebens. Die Veranstalter klären auf. Tattoo kommt eigentlich von Tap de Hanto aus dem Niederländischen, bedeutet schließ den Bierhahn. Und das wurde früher als Signal durch Trommler und Pfeifenspieler oder Trompeter in den Orten verkündet, sodass die Soldaten wussten, dass sie zurückkehren mussten in die Kaserne. Aber während diese 45 Trachtenträgerinnen und Träger wirklich frisch aus der Kneipe in die Arena gerollt, also dann würde das hier wohl kaum gelingen. Sie sind die niederländische Bicycle-Showband Crescendo und sie kommen sympathisch unmilitärisch daher, aus Opende zwischen Groningen und Leeuwarden. Ich bin Unternehmer. Unternehmerin? Ja. In was? Winkel mit einem Café. Also ein Eckcafé. Und der Orchestermanager, der ist zum Beispiel von Beruf Baumpfleger. Das ist Hobby. It's Emotion. Naja, und Tradition ist's auch. Die Formation gibt's schließlich schon seit den 20er Jahren. Und seit den 70ern wurde es den Musikanten zu langweilig, nur Märsche zu Fuß zu machen. Deswegen machen sie es nun so, mit dem Rad. Und zu Hause haben sie sogar eine eigene Straße. Gordijkstraplein. Das ist die Straße zum Üben? Ja, und das ist allein für uns. Das scheint mir aber ein bisschen platt. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen platt, aber da kann ich besser fahren. Wenn der Boden glatt ist, wohl ein guter Trick. Schon mal hingefallen? Nicht mit dem Fahrrad. Zu Fuß wäre es allerdings gefährlicher, so als Holländer. Glatt, kein Grip. Und dann, als die Flur auch glatt ist. Flur, das heißt bei Ihnen wohl Fußboden. Auf diesem Flur hier rollt eine traditionelle Dame mit nur halbem Lenker, aber bewaffnet mit einem Baritonsaxophon in den Fokus. Sie verrät, wenn einer stürzt, muss der in erster Linie sein Instrument hochhalten und retten. Humor, ihre stärkste Waffe. Als ein Mann dann doch noch fiel, trauern sie um sein Fahrrad.